Guten Morgen, oh, ich muss in den Schatten gehen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise wenn ihr das seht, guten Abend. In diesem Video möchte ich euch zeigen, dass wir Schlüssel programmieren können. Hintergrund ist, viele Kunden kaufen ihre Autos mit nur einem Funkschlüssel. Bei Ford ist jetzt das Thema, bei Ford gibt es das sogenannte MyKey-System. Das bedeutet, ihr könnt Pech haben und könnt einen untergeordneten Schlüssel haben. Das heißt, wenn ihr einen Ford neu kauft, es muss kein Mustang sein, aber es muss ein amerikanischer Ford sein, dann wird das Auto mit zwei Funkschlüsseln ausgeliefert. Das ist jetzt ein alter von einem 2014er Mustang, so sieht er aus. Und dann sind beide Schlüssel übergeordnete Schlüssel. Und dann könnt ihr aber einstellen, dass ihr einen Schlüssel unterordnet. Unterordnet bedeutet, dass ihr den in seinen Funktionen bzw. in den Autofunktionen beschränkt. Das bedeutet, ihr könnt einstellen, dass mit diesem Schlüssel das Auto nur noch 100 km/h oder 120 fährt. Oder dass ihr zum Beispiel das Radio nur halblaut drehen könnt. Das haben die aus dem Grund gemacht, weil in Amerika darfst du ja mit 16 Jahren Auto fahren. Und um die Fahranfänger etwas, um ihnen weniger Ablenkungsmöglichkeiten zu bieten oder weniger Risiko zu bieten, hat Ford diese Möglichkeit erschaffen. Und jetzt kommen viele Kunden zu uns, die einen Mustang gekauft haben und sagen, ja, ich habe nur einen Schlüssel und entweder brauche ich einfach einen zweiten, wenn ich den mal verliere, oder ich brauche dieses MyKey rausprogrammiert, weil wenn ihr nur den untergeordneten Schlüssel habt, dann könnt ihr gar nichts machen. Also dann könnt ihr natürlich schon fahren, aber ihr habt ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Und wir haben jetzt einen Kunden wieder bei uns, der auf uns gestoßen ist. Das heißt, wir haben hier den 2014er Mustang. Und der hat, wie gesagt, nur diesen einen Schlüssel und der kriegt jetzt von uns den Zweitschlüssel dazu programmiert. Wenn ihr mal euer Auto irgendwo stehen habt und habt gar keinen Schlüssel, auch da können wir euch helfen. Wir können programmieren Chevy, Dodge und Ford. Das sind die drei Schlüssel. Wir können auch bei Mustang zum Beispiel von 2005, 2006 bis heute. Also wir können da auch die ganz aktuellen programmieren. Wir haben da alle möglichen Tools für. Deswegen, wenn ihr Probleme habt oder habt euren Schlüssel nur in einfacher Ausfertigung und braucht einen zweiten, meldet euch gerne, wir kümmern uns.